Auch wenn ihr politisch nicht so interessiert seid, dürftet ihr an Greta Thunberg kaum vorbeigekommen sein. Mit ihrer Rede vor dem UN-Klimagipfel hat sie einiges bewegt und vorher ja auch schon, als sie mit Fridays for Future die Massen auf die Straße gebracht hat. Doch sie hat noch einen draufgesetzt. Sie hat jetzt Klage erhoben, unter anderem gegen Deutschland und zwar vor dem UN-Klimagipfel. Kinderrechtsausschuss. Wer da ganz genau klagt, warum es ausgerechnet gegen Deutschland geht, was die Rolle von Thunberg da ist und was rechtlich an der Sache dran ist, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und falls ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt, lasst gern ein Abo für diesen Kanal da. Die junge Dame Greta Thunberg dürfte euch durch Fridays for Future, durch ihre Segelreise nach New York bekannt sein und jetzt zuletzt natürlich auch noch durch ihre sagenhafte Rede vor dem UN-Klimaausschuss. Wir werfen mal einen Blick rein, was sie dort gesagt hat. Mal schauen, was ich da rausgepickt habe. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Ja, also vor allen Dingen dieses How dare you hat es heute allen angetan. Wie kannst du es wagen? Ist unter anderem ein Twitter-Hashtag geworden. Mit anderen Worten, wie könnt ihr Länder das wagen, dass wir Kinder hier die Scheiße austragen müssen, die ihr fabriziert in Sachen Klima. Sie hat also den Ländern ordentlich einen Spiegel vorgehalten. Die Bild-Zeitung titelte allerdings, war das peinlich oder war das genial? Da wird also noch gerätselt. Vielleicht spielen die da auf ihren Gesichtsausdruck an, der mal zwischen Zorn und Wut und Tränen war. Soweit ich weiß, ist Greta Thunberg auch in gewisser Weise eine Autistin. Vielleicht hat es auch damit irgendwas zu tun. Ich fand es interessant. Ich hatte jedenfalls Gänsehaut, als sie geredet hat und dachte mir so, naja, für so eine 16-Jährige bei den United Nations zu reden, schon gar nicht so schlecht. Aber Greta Thunberg wäre wahrscheinlich nicht Greta Thunberg, wenn sie nicht noch eins draufsetzen würde. Und auch das will ich euch nicht vorenthalten, wo sie eins draufgesetzt hat. Die UNICEF hat es heute bekannt gegeben, Greta Thunberg und 15 weitere Kinder reichen Beschwerde vor den Vereinten Nationen ein. Auch Deutschland ist genannt. Und zwar ist das eine Kinderrechtsbeschwerde, die man eben entsprechend vor den Vereinten Nationen einreichen kann. Ich habe mir dazu mal was rausgepickt, was das für 16 Kinder sind. Das sind 16 Kinder und Jugendliche aus 12 verschiedenen Ländern. Argentinien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Indien, Palau, den Marshallinseln, Nigeria, Südafrika, Schweden, Tunesien und den USA. Halt auch Greta Thunberg drunter, ein Mädel aus Hamburg, eine Aktivistin und die US-amerikanische Aktivistin, die den Youth Climate Strike dort gegründet hat. Und sie gehen eben interessanterweise nicht vor irgendwelche Klimaausschüsse, sondern vor den UN-Kinderrechtsausschuss. Und sie werfen den Regierungen dieser Welt vor, dass sie zu wenig gegen die Klimakrise tun. Ganz richtig ist das nicht. Es sind nicht die Regierungen dieser Welt, sondern es sind 5 Staaten, denen das vorgeworfen wird. Es sind die angeblich 5 größten Klimaschädiger. Argentinien, Brasilien, Frankreich, Türkei und Deutschland. Ob das jetzt wirklich die größten Klimaschädiger sind, sei mal dahingestellt. Aber erstmal muss man diesen Kinderrechten zugestimmt haben. Die Charta und das UN-Kinderrechtsgremium, das ist vor 30 Jahren gegründet worden und die USA zum Beispiel haben das Protokoll nicht unterschrieben. Deswegen konnte man jetzt gegen die USA im Wege der Beschwerde sowieso schon nicht vorgehen, auch wenn die wahrscheinlich viel Klimamist produzieren. Und es gab noch ein drittes Zusatzprotokoll, was unterzeichnet werden musste. Und da waren eben die Länder, die 5, die ich genannt habe, drunter. Das heißt, da ist schon mal so ein bisschen überhaupt die Masse der zu verklagenden Länder etwas eingeschränkt worden.
Und was ich auch spannend fand, wer für das ganze Verfahren hier unter anderem die internationale Anwaltskanzlei Hausfeld, die dürfte euch bekannt sein von den ganzen VW-Klagen. Das ist nämlich eine Kanzlei, die hier die Massenverfahren gemacht hat. Und sie macht das zusammen mit der Umweltinstitution Earth Justice. Also die haben diese Klagen eingereicht und ja, sie stützen sich, wie ich gerade schon erwähnt hatte, auf die Möglichkeit der Kinderrechtsbeschwerde und auf das Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Auch dieses Übereinkommen, was vor 30 Jahren von den Mitgliedstaaten der United Nations bis auf die USA verabschiedet worden ist, schauen wir uns mal an. Da steht also was drin wie Achtung der Kindesrechte, Diskriminierungsverbot, Wohl des Kindes, Verwirklichung der Kindesrechte, Respektierung des Elternrechts, Rechts auf Leben, Geburtsregister, Name, Staatsangehörigkeit, Identität, Trennung von den Eltern. Gucken wir mal hier so zum Beispiel rein. Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und soweit möglich das Recht, seinen Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. Also das sind die Rechte der Kinder, die weltweit Gültigkeit haben. UN-Kinderrechtskonvention heißt das Ganze, was hier vor 30 Jahren von den UN-Staaten bis auf die USA verabschiedet worden ist. Und es ist so ziemlich das wichtigste internationale Recht, auf das sich Kinder überhaupt berufen können. Die Kinder, die sich jetzt darauf berufen, sind zwischen 8 und 17 Jahren alt und wollen gerne erreichen, dass die United Nations handeln. Sie sagen, unsere Kinderrechte sind verletzt worden. Tut bitte etwas, liebe United Nations. Der Ausschuss selbst setzt sich derzeit aus 18 unabhängigen Kinderrechtsexperten zusammen und die schauen sich jetzt an, ob die Beschwerde zulässig ist. Wann ist sie zulässig? Und das halte ich schon für ein bisschen kompliziert. Haben die Medien heute auch nichts zu gesagt. Man muss zunächst mal alle nationalen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Das heißt, die Kinder, die hier klagen, müssen zunächst mal durch alle Instanzen, beispielsweise in Deutschland, gegangen sein, bis zum Bundesverfassungsgericht. Und erst dann können sie die Beschwerde vor dem UN-Kinderrechtsausschuss erheben. Ich habe nichts davon gehört, dass ein Kind das versucht hat, was ja eigentlich sein müsste. Es gibt auch nur eine Ausnahme, die ich gefunden habe, nämlich dann, wenn das nationale Rechtsverfahren unangemessen lange dauert oder keine Abhilfe verspricht. Also dann entsprechend könnte man sagen, direkt zum UN-Kinderrechtsausschuss. Aber da muss ich sagen, Deutschland unangemessen lange kann ich nicht gerade behaupten. Mit einem Eilverfahren würde man auch relativ schnell vor das Bundesverfassungsgericht kommen. Die würden das dann entscheiden. Und erst dann käme man weiter. Man könnte entweder vor diesen UN-Kinderrechtsausschuss gehen oder man kann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Beide Möglichkeiten hätten die Kinder hier gehabt. Sie haben den Weg zum UN-Kinderrechtsausschuss vorgezogen. Und dann stellt sich natürlich für euch direkt die nächste Frage, was kann der dann machen, dieser UN-Kinderrechtsausschuss? Naja, der prüft jetzt die Beschwerde, guckt, ob das alles zulässig ist, bittet den Staat dann, der betroffen ist, meinetwegen Deutschland, um Stellungnahme, was ist da dran, was das Kind dem Staat hier vorwirft. Dann trifft der Ausschuss eine Entscheidung und sagt, was der Staat zu tun hat, damit diese Kinderrechtsverletzung endlich aufhört, welche Maßnahmen zu machen sind. Und der Staat muss den UN-Kinderrechtsausschuss darüber informieren, ob die Maßnahmen umgesetzt worden sind. Anders allerdings als Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind die Empfehlungen und die entsprechenden schriftlichen Stellungnahmen des UN-Klimarechtsausschusses für die Staaten nicht bindend. Jetzt könnte man denken, zahnloser Tiger, was bringt's denn dann? Naja, gut, politischer Druck wird schon ausgeübt, das muss man klar sagen. Denn wenn ich als Staat auf die Empfehlung eines UN-Kinderrechtsausschusses nichts mache und nicht handle, dann habe ich, glaube ich, politisch in der Welt ein gewisses Problem. Diese Individualbeschwerden, die jetzt überhaupt gemacht werden von Greta Thunberg, die sind relativ neu. 2013 hat Deutschland hier das dritte Zusatzprotokoll zum Individualbeschwerdeverfahren unterzeichnet. Das heißt, erst seit 2013 bzw. 2014 ist in Kraft getreten, gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass man hier so ein Individualbeschwerdeverfahren durchführt. Und das werden wahrscheinlich die Kinder genau sich ausgepickt haben, werden geschaut haben, okay, bei welche Staaten haben das Individualbeschwerdeverfahren überhaupt unterzeichnet und denen gehen wir jetzt entsprechend an den
Kraken. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Falls ihr auch so gespannt seid und wollt, dass ich darüber weiter berichte, dann lasst gerne ein Abo da. Einfach das Knöpfchen hier unter dem Video drücken. Wir halten das auf alle Fälle im Blick und schauen, ob Greta Thunberg hier weiterkommt. Jetzt ist das Ding plötzlich zu einem Rechtsfall geworden, von einem normalen Streik zu einem Rechtsfall. Und damit gehört das auch brandaktuell hier in diesen Kanal. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen schon wieder. Tschüss. Bis dahin und schaut euch hier noch die Videos an, die wir euch sonst noch so präsentieren. Tschüss.